Die Fahrer starten jetzt ihre Motoren. Die erste Lampe ist an. Und der Start wurde jetzt freigegeben. Elias Sim hatte einen sehr guten Start. Kommt da erstmal vorbei auf Position 5. Hakuet Tobi kann sich vorzeitig auf Position 1 vorbeischieben. Das ist ja unglaublich. Von der 3 auf die 1. Elias Sim aktuell auf der dritten Position. Roy Calypso mit einem sehr schlechten Start. Und Hakuet Tobi fährt da weit. Muss da erstmal ein bisschen abbremsen. Wird er jetzt wieder von Roy Calypso überholt. Elias Sim aktuell auf Position 4. Und Mystic Cerex fährt erstmal vorne weg, aber Elias Sim gerade neben HQRT Tobi. Davor Roy Calyptus, HQRT Tobi, jetzt erstmal hinter Elias Sim. Elias Sim aktuell Dritter, ein Hammerstart für ihn. HQRT Tobi hat einen leichten Überschuss, könnte da jetzt an Roy Calyptus sich vorbeidrängen. Aber natürlich zieht er da erstmal zurück, möchte da keine Kollision, wird er jetzt ein bisschen von Elias berührt. Und Elias Sim aktuell auf der 3, dahinter ist Sid auf der 5. Das Fahrerfeld hier immer noch sehr nah zusammen, da ist Phoenix jetzt dahinter. Aber Elias Sim aktuell auf der 3. Die beiden Fahrer jetzt aktuell nebeneinander, aber Elias Sim kommt in der Ascari-Schikane erstmal weiter vorne raus. Wer kommt hier besser durch? Elias Sim ist leicht von der Strecke. HQRT Tobi ist ja jetzt ein wenig schneller unterwegs. In der Zwischenzeit ist Nico mir wieder beigetreten. Ja. Ja, Nico, die Frage ist halt, wie lange, ne? Ja, in der Zwischenzeit kommt HQRT Tobi jetzt an Elias Sim vorbei. Aber Mystic Cerex, der Fahrer mit der Nummer 33 aktuell hinter Roy Calypso, und da dreht Tobi, sich einer weg. Tobi, das Tobi ist Tobi. Eieieiei. Jetzt. Da gucken wir gerne nochmal drauf, was da passiert ist. Damit ist Elias jetzt wieder auf P3. Oh, und da ist er weit rausgekommen, hat sich da ordentlich verbremst. Und da sieht man auch, dass Elias vorbeikommt. Oh, und eigentlich wurde er da nicht früher wieder zurückgesetzt. Und hätte jetzt das hier fies angefangen. Und jetzt Phoenix saugt sich daran. Das ist sagenhaft. Oh, sogar jetzt schon. Und kommt vorbei. Ja. Das ist ein sehr gutes Überholmanöver gewesen, muss man sagen. Ja. Jetzt hat jetzt einen schlechten Exit und Querstell gehabt. Jetzt kann da Phoenix eigentlich vorbeiziehen. Geht schon aus dem Windschatten raus, bevor die auf die Gerade gehen. Ist sogar jetzt schon. Nee, doch noch nicht. Sid geht an die Box. Oh, und jetzt kommt der Elias. Die fahren jetzt quasi nebeneinander in Kurve 1. Ah, Phoenix zieht da noch ein bisschen zurück. Naja, also sie verlieren ja durch das Fighten beide Zeit und berühren sich da auch gerade ganz knapp. Phoenix muss diese Runde sehr wahrscheinlich an die Box, aber Elias, ah, zieht da jetzt auch eher zurück, würde ich mal behaupten. Na, wobei, ist er noch direkt hinter Phoenix. Ich glaube, er hat ein bisschen vergessen, dass das sein Teamkollege ist. Ich weiß nicht, ob die beiden aktuell in der Party sind. Beide haben ungefähr gleich viel Sprit. Roy Calyptus jetzt an der Box, der aktuell Führende. Ja, und aktuell kann sich Phoenix vor Elias behaupten. Nimmt er die Außenbahn? Phoenix geht nach die Innenbahn, nimmt er. Jetzt, wer bremst als erstes? Klecks bremst als erstes. Und Phoenix ist vorbei. Jetzt ja. Erstmal. Muss allerdings nochmal an die Box. Und da habe ich gerade gesehen, Klecks und Phoenix sieht man da vorne, wie sie auch fighten. Und Scheibenwühl könnte jetzt an Elias vorbei. Jetzt ein bekanntes Bild. Diese Szene das hatten wir eben schon mal mit Elias. Ja, also wir haben hier gerade zwei Battles. Bei Scheibenwühl kann man diese aktuell am besten beobachten. Ah, Elias kann sich dann noch. Ja, Elias kann sich dann noch gerade ein bisschen weiter vorne. Ja, behaupten. Und Klecks zieht wieder an Phoenix vorbei. Das ist schon spannend. Vorne ist jetzt weiter nix, so. Roy Calyptus immer noch vor Mystic Cerex, vor seinem Teamkollegen. Genau Mystic wie gestern. Roy Calyptus, Roy Calyptus hat sich da gerade eine Strafe geholt. Die muss er jetzt am besten auf den nächsten Geraden absitzen. Und zwar hier sind jetzt das ja sogar nur raus. Zwei ab. Sitzen, also zwei Graden, wo man absitzen soll. Ja, ich hatte bei uns waren es ja gestern noch drei. Ja. Ja, und jetzt sitzt die Strafe jetzt hier ab und damit könnte Mystic Cerex vorbeikommen. Durch die Strafe kommt auch von Roy Calyptus. Zeit eine Roy Calyptus gegen Mystic Cerex. Ja.
Ist uns dann beiden gleichzeitig aufgefallen. Und Mystic Cyrix kann sich da aktuell noch vorne halten. Aber das sah mir jetzt nicht sehr nach teaminternem Gespräch aus, so wie die Fahrer da aktuell nebeneinander oder da eben nebeneinander gefightet haben. War sie erstmal beide vorbei. Oh, ist er jetzt neben Elias und kann sich da aktuell noch vorne überhaupt mit Elias ist da sehr weit gefahren. Und Scheibenbeli kommt da Scheibenbeli er überholt. Ja. Er will mitmischen. Und da kommt jetzt wieder Elias. Oh, das hat er stark gemacht, der Scheibenbeli. Also, starke Leistung auf jeden Fall. Hat jetzt die bessere Bahn. Elias kommt da von innen. Ja, Elias ist jetzt, kommt mir da ein bisschen überfordert vor. Was soll ich machen? Ich glaube, er guckt sich das jetzt erstmal wieder an. Ein paar Runden. Und dann Scheibenbeli kommt erstmal vorbei. Da ist irgendjemand im Kies gewesen. Ja, das war Klecks TFD. Genau, da ist was auf jeden Fall passiert und jetzt... Beinfight mit Scheibenwilli. Und wird auch noch von jetzt. Der Speed überholt. Ja, das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich für Klecks. Jetzt aber Klecks, glaube ich, guckt weiter nach vorne auf den Elias, den wir jetzt als nächstes sich holen. Ja, Elias hat da eine Strafe. Das könnte jetzt die Chance für Scheibenwilli sein. Ah, jetzt in der Kurve absitzt. Hat er schon was abgesessen? Jetzt in der nächsten Geraden müsste er eigentlich absitzen. Jetzt müsste er hier nach rechts fahren und absitzen. Ja, das tut er auch. Und jetzt und kann er direkt. Ja, damit kommt Family vorbei. Ja, und er probiert's. Macht das, zieht vorbei. Elias kommt ein bisschen früh. Oh, Berührung. Ja. So wie ich das richtig gesehen habe. Jetzt, das ist es. Und. Nicht, er geht nicht an die Box, Elias. Also. Hat er kurz angetäuscht. Elias wird wieder auf der nächsten geraden kontern. Klecks profitiert natürlich davon ein bisschen, ne? Kommt jetzt ein bisschen weg. Das ist das, was er das gleich wird, was er jetzt gerade wieder hat. Nebeneinander. Elias ist da jetzt hinter. Wird er jetzt kontern können oder macht er jetzt einen Fehler am Exit der Parabolika? Nein, er kommt sehr gut durch die Parabolika sogar. Und das ist das, was ich meine. Deswegen erst auf dieser geraden überholen. Weil Elias hat ein schnelles Auto auf der Geraden und der kann einfach ganz schnell zurückkontern. Wie man jetzt hier sieht, fährt da hinten drauf. Will jetzt die Innenbahn da haben, bremst sich rein. Berührt da ein bisschen der Speed. Schade. Der Speed wird zwar wieder, glaube ich, gleich probieren. Oh, jetzt könnte der Speed schon Elias angreifen. Das haben wir die anderen Runden anders gesehen. Immer auf der zweiten Geraden. Das gleiche Bild. Lässt ihn ziehen. Und Elias kommt da sehr weit drauf. Macht einen Switchback und er kommt vorbei durch Elias sein Fehler. Starkes Manöver, schade für Elias, Tobi und Klecks vorbei. So, Elias jetzt hinter Tobi. Oh, und der Scheibenwilli kommt doch noch vorbei. Oh, der kommt, das war jetzt überraschend. Denn der Speed, der bremst sich da rein, probiert es aber nicht. Und jetzt haben wir hier wieder eine schöne Truppe. Wenn man von Elias Auto guckt, drei Autos vor ihm, ein Auto hinter ihm und er da mittendrin, sage ich mal. Jetzt wird gezwungen auf Fehler. Ja, wir sind da jetzt mitten im Fight dabei. Dahinter der Speed. Und wo man sieht, Elias innen auf Scheibenwilli. Die Fahrer berühren sich da ein bisschen. Bitte keinen Schaden abholen, Jungs. Danke. Das stimmt. Jetzt gucken wir mal einfach mal drauf hier, was da passiert. Der Speed könnte davon auf jeden Fall noch profitieren. Ist er ja 5 Sekunden dahinter. Und Elias kommt an Klecks erstmal vorbei. Hat auch die bessere Bahn. Ich weiß nicht, ob Klecks macht das slow. Ich muss sagen, Klecks macht das slow. Ich glaube, der hat ihn mit Absicht ein bisschen vorbeigelassen, dass er jetzt kontern kann. Auf jeden Fall haben wir einen neuen Liga A-Sieger. Mystic Cyrix darf sich über seinen Liga A, seinen ersten Liga A-Sieg freuen. Hat er jetzt auch genügend Lichtung in die Kamera, fährt er ganz an der Boxenmauer entlang und freut sich. Er ist erster, gefolgt von Roykalyptus, gefolgt von Phoenix. Phoenix auch, glaube ich, sein erstes Podium heute.